Willkommen zur zweiten Folge des Tages von Dead by Daylight. Nachdem wir jetzt vorhin eine Folge mit dem Killer, oder besser gesagt mit der Hexe gespielt haben, spiele ich diese Runde mit Nia Carlson, einer meiner Lieblingsüberlebenden neben Claudette Morel, wie ihr vielleicht schon merken konntet, da wir jetzt schon öfter mal mit ihr gespielt haben. Und da hinten haben wir auch schon gesehen, gegen welchen Killer wir spielen werden. Wir werden gegen den Doktor spielen. Alles klar. Und er war uns gerade auch irgendwie schon ein bisschen sehr nah, deswegen haben wir kurz den Herzschlag gehört. Aber da wir schon lange nicht mehr als Überlebende entkommen sind, versuchen wir es diesmal zu schaffen. Und er hat jetzt gerade auch ein Totem zerstört und hilft uns jetzt dann auch wieder weiter aus. Das ist schon mal sehr gut. Damit sollten wir auch diesen Generator möglichst weit voranbringen. Mit ins Spiel habe ich diesmal auch noch ein Medikit gebracht. Keine Ahnung, wann wir es nochmal brauchen sollten. Und wir haben auch Borrow Time, um Leute wirklich von einem Haken zu retten. Wir können schnell wegsneaken und von hohen Plattformen runterspringen und einen Geschwindigkeitsboost bekommen. Das machen unsere drei Perks. Das ist schon mal eine sehr gute Grundausstattung. Und der Doktor kam uns ein bisschen zu nah, weswegen unsere kleine Nia hier einmal brüllen musste. Aber da wurde schon der erste Generator fertig gemacht. Und er ist wirklich absolut hinter den Totems her, oder wie habe ich das jetzt gerade zu verstehen gehabt? Ja doch, er ist am Totem dran, sehr gut. Wir machen einfach weiter hier unseren Generator, das sollte uns erstmal reichen. Aber Claudette führt den Doktor genau zu uns hin. Das ist natürlich erstmal kein gutes Zeichen. Aber er tunnelt sie, von daher können wir einfach eine Runde drehen und wieder zurück zu unserem Generator gehen. So zumindest meine Vermutung. Und da haben wir auch kurz Eile gesehen, also unseren Boost nach einem Drop von irgendeiner erhöhten Plattform. Hat uns jetzt natürlich gerade nicht so viel gebracht und ich hoffe, wir bekommen schnell unsere Erschöpftheit oder Erschöpfung, die wir da an der Seite sehen, weg, damit wir auch wieder dies nutzen können. Aber wir als Überlebende haben schon insgesamt zwei Generatoren gemacht und noch nicht einer wurde irgendwie getroffen von einem Schlag. Von daher sieht es momentan sehr gut aus und ich weiß nicht wirklich, was der Killer da gerade macht, weil nur Leute wirklich in die verrückten Stufen zu bringen, sage ich einfach mal, bringt es jetzt nicht wirklich. Was möchte er? Okay. Keine Ahnung, was er wollte. Oder er wollte einfach nur mal ein bisschen cool hin und her dippen. Aber wir haben jetzt gleich auch zum Glück diesen Generator mal fertig. Damit haben wir einige Punkte dann gesammelt. Aber der erste Überlebende von uns ist auch schon auf dem Boden. Aber wir haben auch schon nur noch einen Generator. Es sieht schon mal sehr gut aus. Und es scheint mir, als ob der Killer mit Knockout spielt. Ah ne, okay, er hatte ihn wirklich auf der Schulter, weil er so lange gebraucht hat, dachte ich schon, dass er ihn nicht aufgenommen hätte. Wir versuchen einfach mal den Safe zu bekommen, um auch in einer anderen Kategorie ein paar Punkte zu sammeln. Und vielleicht können wir sie dann auch direkt nochmal heilen. Weil wir haben ja unser Medikit dabei. Und da kommt noch jemand. Okay, sie will nicht geheilt werden, schade. Es hätte ordentlich Punkte gebracht. Aber der nächste ist jetzt am Boden. Jetzt gerade sind wir aber wirklich schlecht dabei. Dürfen wir dich heilen? Bitte, Claudette. Ja, ja, jetzt. Meine Güte, das hat lange gedauert. Aber jetzt sind wir alle zu dritt hier. Und unser vierter Kollege hängt da drüben am Haken. Ihn versuche ich dann natürlich auch nochmal zu retten. Nachdem wir jetzt so viele Generatoren oder so viele Punkte an den Generatoren schon gesammelt haben, können wir gleich auch sie retten. Aber vorerst nehmen wir hier dieses Tote mit, weil das sind wirklich immer freie Punkte, die wir einfach so mitnehmen können. Oh, der Killer ist da drüben am Gebäude. Müssen wir einmal aufpassen, dass er uns hier nicht direkt findet. Ah, schade. Aber er trifft uns auch wirklich nicht mit seiner Fähigkeit. Zum Glück konnten wir da gerade noch durchs Fenster durch. Hätte er uns eine Sekunde früher getroffen, hätten wir ein großes Problem gehabt, weil dann hätten wir nicht durchs Fenster gekonnt.
Oh, verdammt. Ich dachte, da wäre irgendwie ein offenes Fenster. Aber dann nutzen wir jetzt einmal den Boost und versuchen wegzukommen von ihm nach dem Schlag. Bringt es das, dass wir einfach hier hocken bleiben? Verdammte Scheiße, er hat uns gesehen. Nein, er hat uns erst wirklich verloren. Schade aber auch. Aber jetzt vermute ich einfach mal, dass der nächste Generator oder der letzte Generator auch gleich fertig sein sollte. Und dann haben drei Überlebende locker die Zeit, uns abzuhängen. Ein bisschen Bodyblocking ist am Start. Okay. Er hat niemand entrinnt im Tod. Ein Perk, das einen direkt in den Todesstatus versetzt, wenn sobald alle Generatoren halt fertig sind. Das ist natürlich zu schade für meinen Freund. So schnell konnte ich mich leider auch nicht aus seinem Griff befreien. Also zum Ende hin des Spiels wurde der Killer deutlich stärker. Er hat am Anfang zu sehr zugelassen, dass wir die ganzen Generatoren machen. Aber jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir doch noch entkommen können. Da hinten scheint einer von uns schon das Tor zu öffnen. Das ist schon mal sehr gut. Und von daher geht's da hinten erstmal hin, oder? Oh, er ist schon wieder hier. Aber wir haben Borrow Time. Bitte sag mir, du hast das Tor schon offen. Er hat das Tor offen. Werden wir es schaffen? Es wird auf jeden Fall sehr knapp. Okay, nee. Er verfolgt uns nicht weiter. Sehr gut. Das heißt, wir können nochmal Punkte sammeln, indem er uns hier heilt. Oder er kann ein paar Punkte sammeln. Wir können uns beruhigen. Dann können wir ganz in Ruhe hier rauslaufen. Da sind wir dann doch lieber einmal geflohen. Aber haben wieder mal eine Flucht geschafft. Das war ja schon sehr lange nicht der Fall, wie ich schon vorher erwähnt hatte. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.